Zigarre. Genuss pur, eine Havanna. Von Hand gezogen, von Hand behandelt, von Hand gerollt. Oder aber maschinell hergestellt. Die Zigarre. Kuba, bekannt für seine Musik und seine Zigarren. Bei der Eröffnung der jährlichen Zigarrenmesse Festival del Habano verschmelzen diese Elemente zu einem ekstatischen Fest der Sinne und Genüsse. Seit 25 Jahren ein treuer Kuba-Besucher ist Samuel Menzi, Zigarrenhändler aus Zürich. Er gehört zu den paar hundert ausländischen Besuchern des Festivals, an dem seit 1999 sowohl die kubanische Tabak- als auch die Zigarrenproduktion vermarktet wird. Für den kommunistischen Inselstaat sind ausländische Devisen überlebenswichtig. Und Tabak und Tourismus gehören zu den wichtigsten Einnahmequellen. Gleich neben dem Paradeplatz in Zürich betreibt Samuel Menzi an bester Geschäftslage seine Casa del Habano, von denen es in 50 Ländern rund 100 gibt. In diesen Franchising-Geschäften werden ausschließlich Produkte aus Kuba verkauft. Kubanische Zigarren, sagt Menzi, sind einfach die besten. Eine kubanische Zigarre entwickelt sich. Jeder Abschnitt von der Zigarre ist etwas Spezielles. Und das kommt vom Tabak und das ist vom Klima und der Erde, die nirgends auf der Welt zu finden ist sonst. In der Schweiz werden Zigarren Stumpen genannt. Villiger ist eine der traditionsreichsten Fabriken und eine der wenigen, die von weit über 100 übrig geblieben sind. Auf dem Weltmarkt gehört Villiger mit rund 800 Angestellten zu den 10 größten Zigarrenproduzenten. Auch Villiger verwendet viel Tabak aus der Karibikinsel. Die Basis unserer Mischungen ist schon der Havanna, weil wir, das ist nicht nur unsere Meinung, also Havanna gilt als der beste Zigarrentabak. Das ist bedingt durchs Klima und die Tradition und das Know-how, das die Kubaner haben. Das sind ja sehr viele Kleinbauern noch, die das anpflanzen. Während der Zigarettenkonsum zumindest in den Industrieländern zurückgeht, boomen Zigarrenclubs. In Wien zum Beispiel werden den Clubmitgliedern monatlich Zigarren aus aller Welt vorgestellt. Auch der Gründer des noblen Zigarrenmagazins European Cigar Cult Journal, Helmut Rumme, auch er Clubmitglied, gesteht den kubanischen Produkten eine Sonderstellung zu. Man kann schon sagen, die besten Tabake der Welt wachsen in Kuba aufgrund der, nicht nur der klimatischen, kleinklimatischen, sondern aufgrund, vor allem in erster Linie aufgrund der geologischen Bedingungen und sicher auch der in Kuba entwickelten Samen und dadurch des Tabaksaatgutes. Was immer, kubanischer Tabak ist sofort erkennbar, nicht? Diese würzige, süßlich, ölige, tiefgehende Aromatik, die anderen Tabake nicht erreichen. In den drei für den Tabakanbau geeigneten Gebieten Vuelta Abajo, Remedios und Oriente ringen die Tabakbauern mit einfachsten Mitteln den fruchtbaren Böden das begehrte Kraut ab. In diesen Gegenden ist praktisch jede Familie irgendwie in der Tabakproduktion tätig. Die wirtschaftliche Lage des Inselstaates ist nach dem Zusammenbruch des vor dem mit Kuba eng verbündeten europäischen Ostblocks katastrophal. Die Arbeitslosigkeit in den Kleinstädten ist erschreckend hoch. Aber wenigstens bringt der Tabak dem Land dringend benötigte Devisen. In den Zentren der Tabakproduktion, vor allem in der Vuelta Abajo, rund um das Viñales-Tal und das Städtchen Pinar del Río im Westen Kubas, haben sich einige hundert Kleinbauern als private Tabakproduzenten etablieren können. Das liegt nicht zuletzt an Alejandro Robaina. Er konnte zu Beginn der Revolution vor 40 Jahren an der Spitze einer Bauerndelegation den Zigarrenliebhaber Fidel Castro davon überzeugen, diesen Wirtschaftszweig nicht zu verstaatlichen. In einer Konversation mit dem Kommandanten Fidel,
Bei einer Zusammenkunft mit dem Kommandanten Fidel habe ich dargelegt, dass wir die Tabakproduktion gerne selbst weiter betreiben wollten. Er hat das wohl eingesehen, denn unmittelbar danach hat er das Land hier unter uns aufgeteilt. Diese Initiative beruht auf meiner Überzeugung, dass die Tabakproduktion nur im Familienbetrieb gut funktioniert. Alejandro Robaina ist inzwischen wohl der bekannteste Tabakproduzent der Welt. Auf seiner bescheidenen Vega empfängt der 85-Jährige sonntags gerne Freunde. Und Samuel Menzi gehört seit Jahren zu diesem exklusiven Kreis. Gerne präsentiert er die vielen Ehrbezeugungen und Auszeichnungen. Doch sein ganzer Stolz lagert in den Tabakhäusern. Trocknung und Fermentation sind mitentscheidend für die Qualität der Deckblätter. Und Qualität bestimmt den Preis, den die staatliche Zigarrenproduktionsgesellschaft zahlt. Einen kleinen Teil der Ernte behält Don Alejandro allerdings für sich. Nur für die private Zigarrenproduktion, zum Schenken, für meinen eigenen Bedarf und für meine Arbeiter. Aber es sind nur wenige, einige 10.000 vielleicht. Die Arbeiter rauchen in der Regel zum Frühstück die erste und 10 Uhr eine zweite, dann nach dem Mittagessen und am Nachmittag noch eine, 4 pro Tag. Alejandro Robaina hat sich seinen Ruhm verdient. Seit 1845 haben seine Vorfahren und er die optimalen Vorgaben der Natur zu stetigen Verbesserungen in der Tabakproduktion genutzt. Und er ist sich seiner Rolle sehr wohl bewusst im Zusammenspiel der Faktoren, die für die Qualität entscheidend sind. Determina la tierra, la temperatura y el productor. Drei Dinge. Die Erde, die Temperatur und der Produzent. Ohne sein Können geht es nicht. Wie beim Film, die beste Kamera nützt nichts, wenn der Kameramann nichts taugt. Ab Mitte Oktober, nach der Regenzeit, beginnt der Anbau der selbstgezogenen Tabaksetzlinge. Die während 6 bis 7 Wochen heranwachsenden Pflanzen werden in mühevoller Handarbeit intensiv gepflegt. Die Erde wird mit Ochsenpflügen immer wieder gelockert. Die Trockenheit der Wintermonate erfordert ständiges Bewässern, wofür genügend Grundwasser vorhanden sein muss. Um die Arbeit aufzuteilen, wird während rund 2 Monaten immer wieder gepflanzt. Ab Dezember beginnt dann, parallel zur Pflege der zuletzt ausgepflanzten Setzlinge, die Ernte. Da im Abstand einiger Tage von unten nach oben jeweils nur eine Blattebene abgeerntet wird, dauert der Erntevorgang auf jedem Feld 2 bis 3 Wochen. Spätestens Mitte März sollte er beendet sein. Da Spitzenproduzenten wie Alejandro Robaina an den Einfluss des Mondes auf die Qualität glauben, wird die Erntezeit weiter eingeengt. Alte Tabakbauern wie ich haben das über Generationen gelernt. Man muss den Tabak bei abnehmendem Mond ernten. Jüngere Produzenten und Agraringenieure dagegen glauben nicht an den Einfluss des Mondes. Bei zunehmendem Mond füllt sich die Tabakpflanze mit Wasser. Im Gegensatz dazu trocknet sie bei abnehmendem Mond fast aus. Das ergibt eine höhere Qualität. Denn es ist beim Trocknen und Fermentieren von Vorteil, wenn wenig Feuchtigkeit vorhanden ist. Noch mehr Sorgfalt erfordern Tabakpflanzen, die als Kappas, als Deckblätter dienen sollen. Jeder Riss, jedes Loch macht sie für diesen Zweck wertlos. Bei aller Routine erfordert das Pflücken von den Männern besondere Aufmerksamkeit und das tagelang, in tiefster Bückhaltung, vor allem bei den untersten 2 Blattebenen. Deckblattfelder müssen mit dünnen Gewebefolien überdeckt werden,
die licht- und luftdurchlässig sind, aber direkte Sonnenbestrahlung verhindern. Sorgfältig geschichtet und mit einem feuchten Tuch bedeckt, wird die kostbare Ladung ins Tabakhaus getragen. Hier ist das Reich der Frauen. Sie fädeln jedes einzelne Blatt mit einer Nadel an der dicksten Stelle der Mittelrippe auf, abwechslungsweise nach links und nach rechts, mit der Blattoberseite gegen außen. Dann, rittlings auf Holzpfählen aufgereiht, beginnt in den schattigen, aber gut durchlüfteten Tabakhäusern die Zeit der Trocknung. Jedes Blatt wird dereinst die Hülle für zwei wunderbare Havanna-Zigarren abgeben. Havanna. Trotz Wirtschaftskrise und Armut eine Stadt voller Lebenslust und Fröhlichkeit. Eine Stadt voller Gegensätze auch. Jedenfalls würde Ernest Hemingway die Stadt, in der er in der Bar Floridita den Daiquiri erfand, kaum wiedererkennen. Neben verfallenden Häuserzeilen sind moderne, prachtvolle Gebäude entstanden. Aber Herz und Treffpunkt der Jugend von Havanna ist gleich geblieben. Der Malecón, die kilometerlange Kaimauer, die auch das längste Sofa der Welt genannt wird. Am Festival del Habano wird das Zigarrenrauchen in all seinen Facetten zelebriert. Höhepunkt ist der Wettbewerb für sogenannte Habano-Sommeliers. Spezialisten des edlen Rauches müssen ihre Kenntnisse unter Beweis stellen, ihren Gästen die zum Abschluss eines Essens geeigneten Zigarren empfehlen und sie dann kunstgerecht anzünden. Eine internationale Jury, darunter auch Helmut Rumme, kürt den besten Habano-Sommelier der Welt. Kunst und Kitsch liegen auch in der Tabakbranche dicht beieinander. Und die Stimmung im Volk gegenüber dem kommunistischen Regime ist, gelinde gesagt, verhalten. Für eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung ist es aber nötig, den Stolz der Kubaner auf ihre Geschichte und ihre Kultur zu respektieren. Nur so wird man, wie Samuel Menzi 1993, als Hombre de la Habano ausgezeichnet. Das ist eine Auszeichnung, die jährlich jemand kriegt, der um das Produkt sehr viel weiß und sich anständig mit den Kubanern benimmt. In seinem Humidor, der die Hälfte des Geschäftsraumes einnimmt, kann Menzi die ganze Bandbreite kubanischer Zigarren anbieten und Kunden beraten. Der Preis einer handgerollten kubanischen Zigarre ist hoch. Unter 10 Franken sind nur kleine zu haben. Mittelgroße kosten bis zu 15 und eine Churchill oder Doble Corona der Spitzenmarken Cohiba oder Trinidad über 20 Franken. Dennoch ist die Zahl der Neueinsteiger beträchtlich. Das mag daran liegen, dass man Zigarrenrauch nicht inhaliert. Im Gegensatz zu Zigarettenrauch, dessen Nikotin über die Lunge in die Blutbahn gelangt, wird das Nikotin der Zigarre über Mund- und Rachenschleimhäute resorbiert. Die Zigarrenfabrik Romeo y Julieta in Havanna. Von hier bezog einst Winston Churchill seine Lieblingszigarren. Wie alle anderen Zigarrenfabriken Kubas gehört sie dem Staat, der auch den gesamten Zigarrenverkauf ins Ausland kontrolliert und massiv daran verdient. Je nach Bedürfnis werden hier auch Zigarren anderer Marken hergestellt und getestet. Ein Recht, das jedem Arbeiter und jeder Arbeiterin periodisch zusteht. Herr
Wir produzieren jährlich rund 5 Millionen Zigarren. Über 50% für Romeo y Julieta, der Rest für andere Marken wie Cohiba, Monte Cristo oder Guava. Jeden Morgen kommt eine bestimmte Anzahl Deckblätter in die Mocha, die Befeuchtung. So werden die über Jahre gereiften und getrockneten Deckblätter weich und geschmeidig gemacht. Dann wird die Mittelrippe entfernt und sowohl nach Farbe und Größe als auch in linke und rechte Hälften sortiert. Das ist wichtig, damit beim Rollen möglichst wenig Abfall entsteht. Päckchenweise werden dann die Deckblatthälften, sorgfältig nach Größe, Herkunft und Bestimmung getrennt, in die entsprechenden Behälter sortiert, um sie noch gleichen Tags zu verarbeiten. Unterschiede in der Erntequalität werden möglichst ausgeglichen. Wir versuchen, mit den Ernten verschiedener Jahre zu arbeiten. So können wir die Qualität stabil halten. Natürlich können klimatisch bedingt gewisse Jahrgänge schlechter ausfallen, aber dank großer Mengen können wir das ausgleichen. Auch die Füllblätter werden portioniert und nach Herkunft sortiert. Denn jede Zigarrenmarke hat eine eigene, spezielle Mischung. Abfall gibt es nicht. Alte Sackemballagen werden auf die richtige Länge zugeschnitten und Faden für Faden aufgetrennt. Sie dienen als Bindeschnüre für die aufs Gramm genau abgewogenen Füllblattportionen. Jeder Zigarrenroller holt sich am zentralen Schalter je ein Paket Deck- und Füllblätter. Er weiß nicht, für welche Marke er produziert. Er kennt nur die Größe, die er rollen muss. Kurze, dicke Robustos, lange, schlanke Lanceros oder eben Churchills. 178 mm lang und 18,65 mm dick. Rund 150 Roller, Torcedores genannt, arbeiten täglich in der sogenannten Galeere. Früher wurde die Belegschaft noch durch einen Vorleser unterhalten. Heute übernimmt das Radioprogramm diese Aufgabe. Zigarren werden nicht auf Oberschenkeln gerollt, sondern auf einer Tabla, einem Holzbrett. Die Chaveta genannte Metallklinge ist den Bedürfnissen des Rollers angepasst. Die einen lieben sie scharf geschliffen, die anderen weniger. Die Torcedora faltet ganze Füllblätter der Länge nach und schlägt sie dann in 2 bis 3 Umblätter ein. Schnell brennendes Material kommt außen, langsam brennendes innen zu liegen. Der maßgebliche Teil der Rollerkunst besteht darin, der Rotzigarre, auch Puppe genannt, auf Anhieb die richtige Dicke und Dichte zu verpassen. Je nach persönlicher Vorliebe wird jede Zigarre einzeln oder in der Holzpresse auf die richtige Länge abgeschnitten und nach einer halben Stunde umgeschichtet, um unschöne Nähte zu eliminieren. Zu satt oder zu locker gerollte Zigarren kann die Presse aber nicht retten. Seit einigen Jahren wird jede Rohzigarre in einer Zugmaschine getestet. Zigarren mit zu hoher oder zu niedriger Luftdurchlässigkeit müssen neu gerollt werden. Dieser einzige maschinelle Arbeitsgang ist eine Folge gehäufter Beanstandungen aus dem Ausland, in denen sich europäische Kunden vor einigen Jahren über zu dicht gerollte Havannas beschwerten. Die Ursache lag indes nicht in unsorgfältiger Arbeit, sondern in einer kubanischen Eigenart. Das war für uns ein Qualitätsproblem. Sie hatten keine verfügbaren guten Roller. Dann haben sie die Fabriken, welche für den nationalen Markt produzieren, haben sie eingesetzt für die Exportqualität. Und auf dem nationalen Markt, da rollen sie viel, viel satter. Die räucheln nur so und zünden 20, 30 Mal an. Und wir wollen etwas Volumen. Und das ist der Unterschied. Für sie war das einwandfrei. Und für uns war es nicht das, was wir wünschten. Schließlich die Kappa, das Deckblatt, der Anzug sozusagen. Der Torcedor spannt das geschmeidige, angefeuchtete Deckblatt und wickelt die Puppe so ein, dass die verbliebenen Blattrippen in Längsrichtung der Zigarre zu stehen kommen.
Nur so kann die Zigarre später regelmäßig abbrennen. Da die Blattoberseite außen zu liegen kommt, müssen linke und rechte Hälften der Deckblätter spiegelverkehrt gerollt werden. Aus den Resten der Kappa schneidet der Roller dann das Mundstück und den Kopf und klebt sie mit vegetarischem Lebensmittelleim fest. Und das alles bitte ohne den kleinsten Riss, denn die Kappa garantiert den Zug. Fertig ist das Kunstwerk. Eine geübte Rollerin produziert je nach verlangter Größe pro Tag 80 bis 150 Zigarren und verdient damit etwa so viel, wie hierzulande eine einzige Zigarre kostet. Umgerechnet $16. Kubanische Zigarren werden Puros genannt, weil sie ausschließlich aus kubanischem Tabak bestehen. Um im internationalen Wettbewerb zu bestehen, reicht es aber nicht, über den anerkannt besten Tabak der Welt zu verfügen. Neben dem Inhalt müssen auch Form und Farbe stimmen, weshalb die Produkte täglich auf Maß und Aussehen kontrolliert werden. Primero existe una conciencia en todos los trabajadores y una cuestión obligatoria de cumplir con las normas de calidad. In erster Linie zählen wir auf die Gewissenhaftigkeit jedes Arbeiters. Um die Qualitätsnormen zu garantieren, haben wir aber auch eine technische Kontrolle. Die letzten Arbeitsschritte dienen dann der optimalen Präsentation des Produktes. Jede Zigarre wird nach Farbschattierung und Farbintensität eingeordnet. Jedes von Hand gezimmerte Zigarrenkistchen erhält eine sorgsam gestaltete Auskleidung. Viele davon landen schließlich als Schmuck- oder Sammelkästchen in einem europäischen Schrank. Zum Schluss die Bauchbinde. Auf den Punkt genau an der gleichen Stelle, wobei jede Zigarre mit der schönsten Seite nach oben eingelegt wird. Nach über einem Dutzend Handarbeitsgängen ist ein Kistchen Romeo y Julieta bereit, um irgendwo auf der Welt einen Aficionado glücklich zu machen. Das Tabaklager von Villiger in Pfäffikon im Kanton Luzern. Obwohl Villiger auch in Deutschland und Indonesien produziert, lagert allein hier Tabak für einige Millionen Zigarren. Tabak aus allen Regionen der Welt übrigens. Villiger produziert wie andere europäische Hersteller keine Puros, sondern mit Mischungen gefüllte sogenannte Filler-Zigarren. Andere Tabake als kubanische haben nämlich durchaus ihre Vorzüge. Brasilianische Tabake werden ja überwiegend verwendet in der Einlage, in der Mischung von Tabaken und eher selten für die Zigarre als Deckblatt. Nicht? Das ist ja ganz selten dort. Es sind ausgezeichnete Tabake, die sich sehr gut mischen lassen. Aber auch deutsche, italienische, mittelamerikanische und vor allem indonesische Tabake finden Anwendung. Indonesischer Tabak ist ein wunderbar feiner Tabak, ein sehr, sehr zarter, aromatischer, sehr feinwürziger, der sich sehr gut zu den leichten, maschinengemachten Zigarren verarbeiten lässt. Das ist der große Unterschied zu den handgemachten Longfiller-Zigarren aus Kuba, der Dominikanischen Republik oder aus mittelamerikanischen Ländern. In Europa produzierte Zigarren sind maschinengefertigt. Die Tabakblätter werden vom Ballen weg in breiten Tranchen abgeschnitten, auseinandergerüttelt und in einer Trommel angefeuchtet. In verschiedenen Arbeitsschritten wird das Füllmaterial zerzaust, zerrissen, zerkleinert. Die Luftkammer trennt die Spreu vom Weizen. Die leichten Tabakblattfetzen werden nach oben abgesogen, während die schweren Blattrippen nach unten durchfallen und als Kompost entsorgt werden. Ballen für Ballen fällt so der Nutzteil in waagrechten Lagen in die Mischbox. Da er in senkrechten Tranchen zur Produktion abgebaut wird, ergibt sich eine perfekte Durchmischung aller verwendeten Tabaksorten.
bei der maschinellen Fabrikation, wie wir sie machen, ist es etwas einfacher als bei Handarbeit, bei diesen Importzigarren, wo nur in der Regel 2-3 Tabakblätter in der Mischung sind. Wir haben in der Regel so 7-8 Komponenten in der Mischung. Nehmen wir zum Beispiel an, wir haben von Havanna 3 verschiedene Havannas als ein Bestandteil. Wir haben dann vielleicht 2 verschiedene Brasils und so weiter. Und deshalb können wir eine homogene Mischung über die Jahre hinweg garantieren. Die Stanzmaschine wickelt die Tabakmischeinlage in eine Folie ein. Diese luftundurchlässige Folie wird aus feingemahlenem Tabak und natürlichem, geschmacksneutralem Leim gefertigt. Der endlose Zigarrenstrang wird dann auf die richtige Länge abgeschnitten. Eigentlich ist so eine Zigarre bereit zum Rauchen. Aber auch Maschinenzigarren erhalten Anzüge, Deckblätter. Auch diese müssen in rechte und linke Hälften geteilt werden. Denn das Prinzip der in Längsrichtung verlaufenden Seitenrippen gilt auch bei Maschinenzigarren. Nur, dass hier Maschinen den Part der Zigarrenroller übernehmen. Die Maschine stanzt die richtige Form. Bei richtigem Einsatz sogar 2 pro Blatthälfte. Die Maschine rollt das Deckblatt auf die Rohzigarre. Die Maschine bohrt das Luftloch, klebt den Zigarrenkopf. Pro Stunde produziert so eine Maschine rund 800 Zigarren. Logischerweise sind sie billiger, aber nicht unbedingt schlechter als handgerollte Longfiller. Nur eben anders. Geschmacklich täuscht man sich etwas, weil ja die maschinengemachte Zigarre ja sehr leicht im Zug ist, nicht? Die ist ja auch so eingestellt, dass sie einen sehr smoothen, einen sehr geschmeidigen, leichten Rauch gibt, damit sich auch diese, vor allem die indonesischen zarten, aromatischen Tabake leichter entfalten kann. Die Longfiller sind ja mehr oder weniger immer ein bisschen fester, gerollt insofern fester, damit sie auch einen Zugwiderstand geben. Und außer aus diesem Zugwiderstand, wenn sie auch elastischer sind, gerollt, ergibt sich ja diese Aromaentfaltung. Die vollautomatischen Maschinen brauchen keine menschliche Begleitung mehr. Die Deckblätter sind in Indonesien ausgestanzt und auf Trägerrollen, sogenannten Bobinen, montiert worden. Und der Inhalt kommt aus der ganzen Welt. Schweizer Tabak verwendet Villiger nur noch aus symbolischen und Sympathiegründen. Viele Raucher meinen, dass der Schweizer Stumpen aus Schweizer Tabak gemacht wird. Ist aber nicht der Fall. Als mein Großvater hier angefangen hat, hat er Tabak gekauft in Kentucky, also in den USA, in Kuba, in Brasilien. Also der Schweizer Stumpen hat immer einen hohen Anteil, wenn nicht sogar 100%, aber einen sehr hohen Anteil an Importtabaken gehabt. Das ist auch bei dem Format der Fall, das typische Schweizer Eigenart verkörpert. Die Krumme. Auch sie ist mit einer Tabakfolie umwickelt, die den Zug garantiert und die Tabakmischung zusammenhält. Auch sie wird automatisch mit einem brasilianischen Deckblatt umwickelt und enthält eine Mischung aus brasilianischen und Kentucky-Tabaken. Geflochten aber wird die Krumme noch komplett von Hand. Ursprünglich wurden ja jene kubanischen Zigarren geflochten, die den Arbeitern abgegeben wurden und nicht in den Verkauf gelangen sollten. Die Krummen von Villiger haben sich, entgegen den Befürchtungen, weltweit zum Verkaufsschlager entwickelt. Und auch Heinrich Villiger greift gelegentlich zu einer. Ich rauche sie eigentlich so quer durch den Garten, wie man so sagt. Ich fange gern am Morgen mit einer Havanna an. Die Havanna ist ja ziemlich kräftig. Havanna-Tabake haben einen relativ hohen Nikotingehalt auch. Und so eine Havanna, das ist so wie ein schönes Glas Bordeaux, oder kräftiger, schöner, vollmundiger Wein. Also 2 Havanna hintereinander, das ist dann schon also etwas geballte Ladung. Rauche ich dann lieber eine Krumme, die leichter ist, oder auch einen Stumpen von uns, ein Villiger Export oder wir haben Premium Nummer 3, ist eine Kopfzigarre. Also ich wechsle ab.
Aber ich habe jeden Tag eine, zwei Havanna dabei. Ja, zum Anfangen am Morgen und am Abend dann, wenn ich, bevor ich dann heimgehe, so, wenn ich bin so ein Nachtarbeiter und dann zünde ich mir abends um 8 dann noch die letzte Havanna und die reicht dann bis nachts um 10. Die Schweiz ist eben aus Tradition ein Stumpenland. Auch wenn kaum einer weiß, dass er beim Jas nicht die einheimische Landwirtschaft unterstützt, sondern die javanische, die brasilianische und die kubanische. Sie sahen die Zigarre. Die Kassette dieser Sendung ist erhältlich bei NZZ Format, Postfach 8021 Zürich oder per Fax 01 262 38 14 oder über Internet.